Willkommen zurück bei Empyrean, dem Galactic Survival. Da seht ihr auch heute schon, wie versprochen, das Ziel, den Mond. Also geht's heute mal ein bisschen auf den Mond spazieren. Vor allen Dingen, geht's eigentlich um die blauen Kristalle, weil die so langsam alle gehen hier. Nehmen wir mal den noch mit. Gemüsekonserven reicht eine erstmal zu. Ja, dann fliegen wir auch nur mit unserem Kleinen dahin. Wir werden kurz ein bisschen tanken hier noch. Und Munition haben wir auch ein bisschen mitgenommen. Ja. Aber ich glaube, ich habe hier auch noch genügend drin. Ja. Hier habe ich auch noch drin gepackt. Ja. Sollte so erstmal aus. Kommst du her hier? Hatte ich euch schon die neue Front gezeigt gehabt? Weiß ich jetzt ja nicht mehr. Aber sieht zumindest ein bisschen besser aus, als wie das abgehackt da beim letzten Mal. Nun gut. Auf zum Mond. Sag ich da erstmal. Ja, wichtig sind erstmal blaue Kristalle, vielleicht hier und dann noch ein bisschen was, entweder Neodym oder sowas mal mitgenommen, noch fürs Raumschiff, denn ich glaube, Raumschiff hat auch kein Eisenerz oder sowas, denn dass man da das vielleicht mal, da braucht man ja nicht so viel, vielleicht 1-200. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Eine kleine Reise dahin unternehmen. Dann kann man sich erstmal ein bisschen zurücklehnen hier. Der Stuhl knackst. Hat auch schon seine besten Zeiten erlebt hier. Aber ist immer noch soweit extrem bequem. Und wenn man immer mal schon mal einen guten Stuhl gefunden hat, dann möchte man den eigentlich nicht so schnell wieder abgeben. Weil es könnte zwar noch was Besseres kommen, aber dann ja. Ist er denn doch schlechter oder ja, sitze ich nicht so bequem. Aber wie gesagt, der knackst ja schön. So langsam muss es, denke ich mal, doch mal neuer werden. Weil ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich eine Mondbasis oder eine Weltraumbasis mitbaue. Da bin ich immer noch am Zweifeln. Weil ich habe ja doch noch ein paar zigtausend an Stahlblöcke übrig. Und ja, die müssen ja auch irgendwie weg. Die können wir ja nicht hier einfach so mal mitgenommen haben. So. Lade. Vielleicht finden wir ja unten schon was. Ah, jetzt habe ich wieder was vergessen hier. So, ah da. Eisenerzlager. Sensational, na gut, das haben wir eigentlich. Das habe ich wieder vergessen mitzunehmen. Ich depp. Ja, werden wir erstmal hier ein bisschen hin und her springen. Dann werden wir den auch den immer mit anlassen. Mal erstmal hier, also na, komm hier, so 20-30 blaue vielleicht kriegen, dass das erstmal wieder für eine Weile reichen tut. Ach ja, dann nehmen wir fast. Silizium jetzt klar, na, das ist oder so relativ dunkel hier. Stellen wir den mal hier in der Mitte ab erstmal. Dann auch ein bisschen schweben. Oh, Reichweite 200 Meter hier mit der Pistole. Na, tipp. Also ich sag's zwar 10.000 Mal immer ein kleines Auge mit aufs Schiff mithalten. Aber ich habe ja auch in dieser Staffel, oder das ist ja eher meine erste Staffel von Empyrean hier,
auch schon zwei Schiffe mit verloren. Und da haben wir dann nämlich schon. Mal sehen, ob sie noch zu uns findet, oder? Da bloß über Siliziumerzlager mit. Kommt sie jetzt zu uns hier? Scheint ja so, wa? Wo ist er denn? Na, das ging ja mal schnell. Die müssen wir uns noch holen, ja. Dann's. Raketendrohne. Hoffentlich hat die ein bisschen was Intus hier. Also was dabei. Naja, jetzt auch nicht so. Das war schnell wieder zurück hier. Ja. Dann nehmen wir hier noch die mit, dann haben wir, ach, dann haben wir ja schon unser Soll erfüllt. Jetzt sind wir schon bei 30. Dann, ah, dann sind ja auch noch welche. Wie viel haben wir denn? 42. Ach, wir machen es denn auf. Hier waren noch welche gewesen, oder nicht? Dann machen wir es auf 50 voll. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hm. 10 kann ich da auch noch so einigermaßen. So, Sanzium, Eisenerz und so weiter. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Neodym. Da war ich schon mal drin gewesen. Da ist auch schon relativ hell. Kupfer habe ich auf den Dings auch nicht. Dann fliegen wir erstmal zum Neodym-Lager hin. Da nur mal ganz kurz mit abbauen. Und dann, wo die kleine Drohne jetzt drüber fliegt, oder? Kobalt oder Kupfer ist das? Kobalt. Ja, das habe ich alles oben auf meinem Raumschiff nicht. Dann könnte man eigentlich schon erstmal hier ein bisschen höher fliegen, sonst macht's bumm. Das wäre auch nicht so schön. Ja, wird es jetzt hier schon hell, oder? Ja. War ich ja schon drin gewesen? Scheint ja nicht so. Wieso ist es denn hier? Ach hier. Ach du Himmel. Siehst du ja mal ja nicht. Apropos nicht sehen. Zündet ihr habt. Hm. Ist er vorhin da vorbeigeflogen? Oreal. Oder hat er da noch eins gefunden? Ach ne, er hat da noch. Er hat da noch was anderes gefunden. Wollte schon sagen jetzt. So, Schwebe, Schwebe, Schwebe. Da müssen wir rein hier. Ja. So. Ja, hier erstmal ganz kurz noch ein bisschen reingehalten.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ihr habt, dass ich jetzt nur noch jeden Tag eine Folge, immer abwechselnd eben Finish und Imperium mache. Und das wird auch erstmal so bleiben. Bis dann natürlich eben hoffentlich dann mal noch dieses Jahr die Alpha 15 rauskommen für 7 Days to Die. Weil dann wird so Empyrean und Banished Zora beibehalten. Und 7 Days wird dann wahrscheinlich täglich kommen. Aber das muss ich wirklich sehen, weil ich habe wirklich Probleme zurzeit, das alles so hochzuladen. Nur schon alleine die eine Folge gestaltet sich schon relativ schwierig, weil doch die Upload-Zeiten so wahnsinnig lange sind, dass da, ja, dass es da wirklich zu Problemen kommt. Wie viel haben wir jetzt hier? Neodym 158. Machen wir mal noch 200, dann kann ich 100 auf dem Dings lassen, auf dem Schiff lassen. Und ja. Und den 100 mit runternehmen. Reicht erstmal. Das brauchen wir ja nun nicht so. Kommst du raus hier? So, auf dann. Was haben wir hier noch in der Nähe? Kupfer, da ist jetzt der Kupfer und Kobalt. Die beiden packe ich noch. Eben. Und die nehme ich auch noch mit. Da müsst ihr jetzt durch erstmal. Und da drüben haben wir es. Wird ja hoffentlich nicht. Ach, da kommt schon wieder der nächste Kackenheimer eingeflogen. Stellen wir dich mal ein bisschen in Schatten hier ab. Hier irgendwo. Guck mir schon mal da an hier. Hat sie mich gesehen? Jo. Was fliegt denn da überall weg? War auch, glaube ich, nur eine normale Villa gewesen. Also. Nichts, was man unbedingt braucht an Zeug. Mit der Kupfer, Schotter. Schotter ist jetzt nicht unwichtig, aber ja, immer so als Abfallprodukt noch mit. Hallo, willst du jetzt hier mehr Kupfer aufsammeln oder? Ah, jetzt. Ja, hier nehme ich auch nur ein bisschen mit, so wie von dem Kobalt. Das ist bloß fürs Raumschiff erstmal. Das, falls man denn da was doch unterwegs ist und was kraften muss, dass man da ein bisschen was hat. Und dann nicht erst wieder suchen muss oder. Ach du. Na, warten wir noch ein bisschen beim nächsten. Naja, 150, 200 vielleicht. Das
seid ihr auch relativ fixierend. Noch ein bisschen Kobalterz, damit ihr dann denn das Ganze erstmal auf ein Raumschiff abgeliefert. Eigentlich braucht man rein theoretisch ja keine Weltraumstation sozusagen, sondern da würde ich höchstens eher eine Richtung Mondbasis oder sowas sehen. Oder dann vielleicht auf dem Wüstenplanet hier dann noch was mitbauen. Also wäre es auch mal interessant, den Eisplaneten zum Beispiel, dass wir da noch eine Station mit haben. Dann eventuell eine offene Station oder mal gucken, wofür ich mich entscheiden werde. Vielleicht tun wir auch erstmal eine Rundreise machen, dann um vielleicht einen schönen Bauplatz zu finden. So, das soll jetzt hier erstmal reichen. Dass man da sich erstmal eventuell was aussucht. Und dann sagt, gut, okay, hier hat man ein bisschen was. Oder eine schöne Menü. Nicht eigentlich. Kobalt hier hinten. War doch irgendwo gewesen da. Raumschiff, habe ich euch gesagt. Weil so macht man wirklich relativ wenig Schaden am Raumschiff, außer die schießen natürlich ein, zwei mit direkt drauf. So. Ja, ein bisschen ausbalanciert hier. Dann setzen wir das erstmal hier oben mit ab. Na, kommst du? Kobalt? Kobalt? Da. Ach, können wir doch hier gleich von der Seite rein gehen, wa? Kannst du mal ein bisschen unterhöhlen. Das scheint ja eigentlich so relativ gerade hier in den Berg reinzugehen. Achso, ich wollte ja hier schon mal ein bisschen was essen, weil trinken braucht man ja in der Zukunft nicht. Hauptsache Sauerstoff und was zu essen, das ist. So, dann können wir ja schon mal ein bisschen weiterarbeiten. Ja, hier auch so wieder 100, 200. Geht ein paar Minuten, ist ja das erledigt, wenn ich mal hier nicht durchgefressen habe. Jetzt ja. Kommt das komisch rot, braun, blau, oder silberlich. Ich denke jedes Mal, wenn ich nach rechts umgucke, dass da eine Drohne ankommt, aber das ist ja die, die ich im Kala abgeschossen habe. Aber das habe ich auch schon mal so gedacht. Und diesmal leider nicht so. Stand dann wirklich eine Drohne neben mir. Das ist dann nicht so fein. Achso, man kann weiterbohren und gleichzeitig nachladen. Ich weiß nur nicht, ob das so sein soll.
Aber das spart ja dann wohl auch ein, zwei Sekunden. Und so teuer sind ja die Bohrerladungen nicht. Kupfer, warum ist denn hier Kobalt? Ach du Jemine. Bisschen was von der Decke wegnehmen hier. Natürlich ist es auch schön, dass hier Omikron noch im Rund hat. Also könnte man sich da auch erstmal niederlassen. In einer schönen Ecke. Da ein bisschen was aufbauen. Auch vielleicht ein mehrstöckig offen oder sowas denn. Oder dann eben ja, mit einem kleinen Keller unten drunter. Ja, nächste Folge wird, denke ich mal, eine Rundreisefolge werden. Da erstmal Omikron und den den Eisplaneten mal uns anschauen. 2:33 reicht. So, halt nochmal hier zurück, ja. Ja. Denn war es das erste Mal hier mit Erdsuche auf dem Mond. Jetzt werde ich das noch zurückbringen. Dann wahrscheinlich ein, zwei Sachen noch von vom Planeten holen. Und dann wird es nächste Folge dann gleich. Oder ich fliege jetzt erstmal zum Planeten runter, ganz genau. Dann fliege ich hoch. Ich kann ja noch ein bisschen was ins Raumschiff reinpacken. Und dann werde ich eben ja, mal eine kleine Rundreise machen, mir die verschiedensten Orte anschauen, wo ich denn entweder Wüste oder Eis denn noch eine neue Basis bauen werde. Also bis dahin dann erstmal. Ciao.